Letztes Mal bei GNU Funds. Es ist schon zu lange her. Diesmal bei GNU Funds machen integrierte Entwicklungsumgebungen rundum glücklich oder werden wir unsere Software schon bald wieder mit ED schreiben? Schaltet ein und findet's raus, ob wir uns jemals unsere neue Onion-Adresse merken können. Plus, wie schnell kann der Studio-Rechner RetroShare kompilieren? Du hast da so eine HTML-E-Mail bekommen, ne? Ja, das war ja das, was uns zum Weitermachen motiviert hat. Und zwar der Marco, der hat was geschrieben. Der benötigt unsere fachtechnische Hilfe und der hat uns gleich zwei Gründe gegeben, wieder eine Sendung zu machen. Erstmal möchte er was wissen über RetroShare. Offenbar sind wir da die Ansprechpartner jetzt geworden, wenn man so durch YouTube durchzappt. Meinst du, wir sind das? Bist du dir sicher? Wir haben schon mal eine Sendung gemacht über RetroShare. Genau, und da hatten wir das einfach laufen lassen und benutzt, aber wir haben nicht gezeigt, wie man das auf seinem Rechner ausrollt. Genau, und offensichtlich ist es unter Ubuntu 14.04 auch eine Herausforderung, RetroShare zu installieren. Wir haben das mal durchgetestet auf einem Elementary OS, das basiert auf Ubuntu 14.04. Genau, also ein bisschen was Neueres, ein bisschen selber probieren muss er ja dann auch noch. Er hat uns eine HTML-Mail geschrieben, die sieht so aus, wie ihr das da seht. Das ist ganz, ganz komisch. Es gab da mal so eine Idee, also so E-Mail schreibt man da eigentlich immer in Plaintext. Okay, da gibt's noch verschiedene Encodings und so. Aber irgendwann gab's mal in Outlook oder so diese komische Mode, die aufgekommen ist, dass man jetzt HTML-Tags in E-Mails reinpackt und das ist doch ziemlich schwer zu lesen, finde ich. Also irgendwie HTML, Head, Body, Div-Style, Font-Family, Verdana, Font-Size. Also man muss den Anfang der Nachricht echt suchen. Es dauert eine Weile, bis man zum Text kommt, bis dann, wo ist das? Div habe seit circa einem Jahr Ubuntu auf dem Rechner installiert. Bin zufrieden Ich möchte mich in diese Thematik weiter vertiefen. Ja, das ist relativ schwer lesbar, aber eigentlich könnte ich das doch rendern lassen, oder? Meinst du? Also wenn bei Clicking Here. Es gibt bei Evolution zum Beispiel die Möglichkeit, generell das in nur Text umzuwandeln, dann schmeißt er das weg und stellt das ohne die Text da. Dann ist es so ein Kompromiss. Also das Ding ist, ich will da halt auch nicht klicken, weil das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwelche Spam-Mails kriege und die sind halt auch HTML formatiert, dann sind da manchmal Referenzen bei auf Bilder, die sind online, dann sehen andere Leute, wann ich meine E-Mails lese oder ob ich diese E-Mail lese. Mitunter weiß ich auch nicht, ob da nicht JavaScript eingebettet ist und ob Malware in diesen HTML-Mails eingebettet ist. Und natürlich wird Marco uns ja nichts irgendwie Schlimmes schicken, aber dann weiß ich genauso wenig. Wenn ich einmal HTML-Mails einschalte in meinem E-Mail-Client, dann bin ich halt auch verwundbar gegen den ganzen Spam, der mit HTML-Mails kommt. Ich bin natürlich niemals sicher, ob der Computer von dem Menschen, der mir eine E-Mail sendet, virenfrei ist. Das heißt, an sich möchte ich HTML-Mails nicht anzeigen. Sollte man in seinem Mail-Client auf jeden Fall abschalten. Und es ist eigentlich relativ höflich, auch HTML-Mails dann dementsprechend nicht zu senden. Hat noch weit einen anderen Grund. Ich möchte in meinen E-Mails eine bestimmte Schriftart verwenden. Ich möchte eine bestimmte Schriftgröße haben. Das kann jeder irgendwie individuell bestimmen. Und in dem Moment, wo ich HTML-Auszeichnungen habe, um eine Schriftart zu bestimmen, werde ich natürlich die Auswahl vom Lesenden der E-Mail übersteuern damit. Und das ist halt auch verwirrend, wenn man viele Mails kriegt und jede sieht so ein bisschen anders aus. Das hat auch, glaube ich, ein bisschen was mit Barrierefreiheit zu tun, würde ich fast schon sagen. Also das könnte damit reinziehen, dass das für Leute, die das eine bestimmte Voraussetzung... Die ihre E-Mails halt besser erkennen, wenn sie so blau auf rot dargestellt werden und sowas. Und ja, zum Beispiel. Ja, wir haben natürlich nicht nur diese beiden Themen zum Anlass genommen, wieder mal eine Sendung zu machen, sondern wir haben vor, das jetzt wieder regelmäßiger zu machen.
Sag das doch nicht so laut. Naja, okay, wenn es fertig ist, dann ist es fertig. Ja, wir haben uns die Release-Policy von Debian übernommen. Genau, und der Aussetzer, der ist jetzt auch ein bisschen zu erklären damit, also ich musste erstmal ein bisschen Kind kompilieren, ich brauchte mal die Zeit. Und was war's bei dir? Ich musste Taschentücher bügeln, Socken stopfen. Ich habe mich ein bisschen mit die benutzten Zellstofftaschentücher oder die Stopftaschentücher? Ich gebe auch zu, ich habe mich ein bisschen mit verteilten Netzwerken beschäftigt. Dazu machen wir auch noch ein bisschen was. Und natürlich wollen wir auch noch RetroShare übersetzen, nicht? Was haben wir denn noch für die Sendung? Genau. Wir haben ein neues Studio. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Damit wir auch, sagen wir mal, immer dann, wenn es fertig ist, eine neue Sendung machen können, brauchen wir natürlich auch ein neues Studio. Und wie ihr seht, wir haben alles angeschlossen, was wir haben. Die Steckerleiste ist komplett belegt. Ja? Wir haben auch einen halben Tag gebraucht, um jetzt an den Lampen zu schrauben und eine LED-Beleuchtung aufzubauen. Genau, damit hier eine Sendung nicht 3,50 Euro kostet, je nach Stromanbieter, haben wir uns für LEDs entschieden. Und der Tisch, den haben wir auch heute erst besorgt. Gibt's bei das Konto für 29 Euro. Ja, sehr lustig. Als wir an der Kasse standen, nicht? Die haben ja da so ein Kasseninterface, so ein Warenannahmesystem oder wie nennt man das? Nennt man das so? Warenausgabe. Warenannahme? Also das wo da dann rumtippt. Das war alles irgendwie so ein MS-DOS-Cursus-Interface. Also wenn ihr das nächste Mal hört, freie Software muss benutzerfreundlicher werden, dann denkt an die Tausenden von Cursus-Interfaces, die ihr in irgendwelchen Supermärkten immer noch an den Kassen habt und überlegt euch mal, ob das wirklich so stimmt oder ob da vielleicht noch andere Gründe sind, die gerade vermeiden, dass Leute tatsächlich umsteigen möchten auf GNU Linux, denn wir sind bei GNU Funst. Richtig, genau. Und damit neue Software auch so entsprechend programmiert werden kann, braucht man natürlich auch gute Tools und dazu gleich mehr. Ncursus oder GTK? Motif. Alles Mist. Ja. Habt ihr auch das Gefühl, dass das alles Mist, was es so gibt für Programmieren in IDEs oder in Texteditoren und hier mal und da mal? Wenn man so angefangen hat, im Vim oder im Emacs oder in irgendeinem Editor seiner Wahl zu programmieren, dann fühle ich mich immer so erschlagen, wenn ich anfangen möchte, in Qt zu programmieren und gleich kommt auf mich so eine riesen IDE zu und ich... Ihr kennt dieses Eclipse, ne? Vielleicht. Es gibt einen neuen Herangehensweg. Noch eins von der Sorte. Noch eine IDE. Wir wissen, vielleicht sind das unsere Vorurteile. Möglicherweise wird aus GNOME Builder etwas anderes und versucht... Da wird nichts anderes draus. Bist du dir so sicher? Jedenfalls hat es sein erstes Ziel erreicht und hat immer noch 18 Tage und da sind noch weitere Ziele definiert für weitere Features, die man haben kann. Wenn man bisher in GNOME programmiert, das ist ja auch irgendwie alles Mist. So, da gibt's ja so eine IDE nicht, aber so richtig schöne GNOME-Applikation mal eben im VI runterzulutschen, wird auch nichts. Genau, man muss dann halt Glade benutzen und dann kann man mit dem Gerüst, was Glade erstellt, dann mit seinem Editor der Wahl vielleicht rumfuchteln. Also es gibt ein Fundraising-Projekt für eine hochintegrierte, allround, alles geht IDE für GNOME-Applikationen. Ich denke schon, dass das Potenzial hat, Entwickler für GNOME anzuziehen. Also das hat ja bei den ganzen Apps so im Mobiltelefonbereich hat das ja auch funktioniert. Nachdem diese ganzen integrierten IDEs drin waren, haben sich ja auch hunderte Leute gefunden, die Apps damit schreiben. Ich schätze schon, dass auch, wie heißt es gleich, Bilder. Hat auch ein Potenzial, sowas zu tun. Ne? Genau, bevor man aber in Bala oder in Python schöne GNOME 3-Applikationen vor allen Dingen schreiben will, muss man noch ein bisschen mehr spenden, damit er das auch macht. Interessant ist, der hat seinen Job aufgegeben, der Entwickler. Und es ist kein Startup, er hat einen Job an den Nagel gehängt, um das anzufangen. Genau. Und der will danach auch Schulungsmaterial und so eine Art GNOME University irgendwie gründen. Guckt euch das Video an und
Aber das wird ja jetzt auch nicht die einzige Möglichkeit sein, eine grafische Applikation zu schreiben mit einer integrierten IDE. Wir haben ja noch ein paar. Genau, unter KDE geht das schon lange. Genau, die haben das schon seit einer Weile. Mhm. Ist auch für mich immer so ein bisschen, ich muss ja gestehen, ich bin selber nicht damit warm geworden. Wobei, obwohl ich selber KDE-User bin, hochintegrierte KDE-IDE, man kann damit seine Benutzeroberflächen zusammenklicken, man kann sich auf den Quellcode für alle Benutzeroberflächenelemente verweisen lassen, hat gleich Dokumentation im Editor. Der Editor übernimmt auch hier das Projektmanagement für einen, das heißt, man endet mit unheimlich komplexen Verzeichnisstrukturen, die man hinterher nicht mehr versteht. Ich weiß nicht, ob man bei Großprojekten vielleicht an sowas einfach nicht mehr vorbeikommt, sowas richtig so dickes habe ich nicht geschrieben. Standardisierung, dann auch, dass man die auch hat. Jeder Entwickler weiß, was er zu erwarten hat, wenn er mit dieser IDE, mit dieser IDE in einem Projekt eingesetzt wird. Ein bisschen kuscheliger ist Gambas. Gambas muss ich immer den Vergleich gefallen lassen, dass sie aussehen wie Visual Basic. Aber komm, das sieht doch wirklich aus wie Microsoft Access. Sie wehren sich sehr dagegen. Aber es ist ein Basic-Dialekt. Es ist so ein RAD-Environment, also wo man halt Benutzeroberflächen zusammenklickt grafisch. Ich denke, der Platz, den das haben kann, also was richtig Großes möchte man damit eigentlich nicht machen, der Platz, den das haben kann, ist zum Beispiel für einen Admin, der mal eben Desktop-Tools für seinen Benutzer schreibt, um auf irgendwelche, um irgendwie mit dem System zu arbeiten, was er aufgesetzt hat. Oder um programmieren zu lernen, denke ich, ist vielleicht auch nicht so verkehrt, um mal Leute so ein bisschen daran zu führen, ohne allzu tief zu gehen. Und man kann damit auch Qt- und GTK-Applikationen schreiben. Die laufen dann in so einer, das kompiliert zu so einem Bytecode, der läuft dann in einer VM. Wahrscheinlich wird das dann auch noch GTK2 sein, nehme ich an, und auch nur Qt4. Oh, da lehne ich nicht so weit aus dem Fenster. Wir können nochmal auf die Webseite gucken davor. Gambas 3, also es gab da auch vor nicht allzu langer Zeit ein Update. Ja, gar nicht so lange her. Erst letztes Jahr. Ja, vielleicht was anderes aus der Größenordnung ist Lazarus. Wer unter Windows mal angefangen hat zu programmieren, hat vielleicht mit Delphi Kontakt gehabt. Und hier ist es Absicht. Die Lazarus-Entwickler versuchen schon so ein bisschen was Delphi-artiges auf die Beine zu stellen. Haben, glaube ich, auch Import-Tools, um Delphi-Projekte wirklich einzubinden. Das Ganze läuft halt hervorragend unter Linux. Also man kann damit auch seine Delphi-Projekte mitnehmen, seine alten. Man kann wie in Delphi Benutzeroberflächen zusammenklicken, sich gleich auf die Funktionen im Quellcode verweisen lassen. Das Ganze läuft mit Free Pascal, ist halt auch ein objektorientierter Pascal-Dialekt. Und ja, man kann damit vielleicht schon wieder so ein bisschen größere Projekte angehen, wenn man das noch möchte, heute mit Pascal-artigen Sachen zu arbeiten. Stelle ich mir doch noch ganz gut vor. Also ich denke gerade zur Migration, gerade für Betriebe, die auf GNU Linux migrieren wollen und alte Delphi-Sachen rumliegen haben als Inhouse-Software, ist das unheimlich praktisch. Also können wir eigentlich auch zu dem Schluss kommen, es gibt eigentlich genug Tools, wenn man so will. Also die Frage, ob es für jeden das Richtige ist, um anzufangen. Ja. Ich meine, vielleicht ist für den einen oder anderen Idee der richtige Editor, um anzufangen. Ja? Oder sehr spartanisch. Oder VI ohne die ganzen neuen Improvements. Idee ist ja schon so ein bisschen so ein Sport, nicht? Aber ich würde mir schon wünschen, dass es zum Beispiel ein Toolkit gibt, was es als Konzept fährt, dass man wirklich ganz klein anfängt und hier mal irgendwie mit zwei, drei Files ein Projekt zusammenstellt, ohne jetzt dran gebunden ist, und dass man jetzt dran gebunden ist, wirklich eine Toolchain zu benutzen, die einem unheimlich viel vorgibt. Da ist zum Beispiel der Editor, der den Elementary OS benutzt, Scratch, das ist ein Fork von gedit. Dort haben die für Bala-Programmierung so ein paar kleine Nettigkeiten mit eingebaut. Und dann kannst du sagen, ich habe jetzt hier ein paar Dateien offen und ich fasse die jetzt zu einem Projekt zusammen. Okay. Was du damit machst, das ist völlig, ist dir überlassen.
Kate ist unter KDE auch ein schöner Texteditor, der halt hier und da ein paar Features hat, Quellcode ein- ausklappen kann, nicht zu viel. Es ist für alle Leute, die sich jetzt an VI oder Eclipse wer wagt sich schon an Eclipse an? Gibt es solche Leute, die sich jetzt für ein VI oder Emacs nicht ranwagen, kann sowas auch ganz nett sein. Ja, dann viel Spaß beim Hacken. Wir wollten jetzt endlich mal RetroShare kompilieren, nicht? Das hatten wir ja versprochen. Und eigentlich wäre das vor 6 Folgen schon dran gewesen. Genau, und da haben wir doch einfach mal die SourceForge-Seite von RetroShare besucht und auf den Download-Button geklickt. Mhm. Und das hier schon mal für euch runtergeladen. Wir müssen das TAR-Archiv natürlich noch entpacken. Ne? Genau, das übliche TAR-Extract Verbose File eben genau. Jenes. Dann gehen wir in das Verzeichnis rein, was dann so heißt. Und dort sehen wir dann auch gleich, was sich so da drin verbirgt. Unter anderem ein Source-Verzeichnis. So, bevor wir jetzt aber loslegen können, werden wir wahrscheinlich auch einen Compiler brauchen. Aha. Genau. Da steht im Wiki, was man alles noch dafür braucht, um loszulegen. Genau. Die haben ja hier so ein schönes Wiki, wie man das unter Linux, Unix kompiliert. Ach schön, auf dem Raspbian soll das auch laufen. Ja, und ich habe das aber schon vorweg schon gemacht. Das ist alles quasi schon drauf. Das sind halt Entwicklungsbibliotheken von diversen Sachen, zum Beispiel auch hier Qt4. Ah, das ist was einem normalerweise ganz schön nerven kann, wenn man Software selbst übersetzt. Dann der Compiler selbst, Make, was wir auch gleich noch benutzen werden, und viele andere Sachen. Wir installieren jetzt mal nur die Minimalversion von RetroShare, damit das mal funktioniert. Die grafische schon, oder? Ja, die grafische Minimalversion. Es gibt noch eine No-GUI-Variante. Genau, und da haben wir jetzt schon in der Vorarbeit schon Fehler gefunden, unten im Bild. Da werden Sachen für Bibliotheken halt vorgeschlagen, die man machen soll, aber es funktioniert deswegen, auch irgendwie deswegen ohne die. Und man muss jetzt diese Sachen hier, die hier stehen, dieses eine Verzeichnis, das muss man jetzt in 2 Source-Verzeichnissen machen, die es auch gibt. Und das wollen wir jetzt auch tun. Qmake ist so eine Art... Es ist ein Tool für Qt, nicht? Aber fangen wir erstmal an, gucken wir uns das erstmal. So, Qmake ist durchgelaufen, hat also funktioniert. Genau, das Übliche. Wenn kein Fehler kommt, ist das in der Regel eine gute Meldung. So, dann machen wir ein Make Clean. Da sind jetzt witzigerweise auch ist hier ein Fehler drin, aber... Verweist du nochmal auf den SSH-Download? Mhm. Braucht er das wirklich? SSH-Download? Mhm. Ja, den braucht er offensichtlich nicht bei der No-Go-Variante, aber die wollen wir ja nicht bauen. Von daher passt das ja. Alles klar. Genau. Und dann bauen wir hier mit 2 Kernen unseren ersten Teil. Ja. Ist das schon alles? Das dauert schon ein bisschen, oder? Das dauert ein bisschen. Also was wir hier machen, ist natürlich dieser klassische Dreisatz. Wenn man Software selbst im Quellcode runterlädt und im Quellcode übersetzt, dann gibt es halt so Konventionen, wie das funktioniert. Jeder, der schon mal selbst Software geschrieben hat, weiß, dass je nach Programmiersprache hat man da verschiedene Compiler und so. Und eine Konvention in GNU Operating System oder überhaupt in Unixoiden ist eigentlich, dass man Make-Rules baut. Und der klassische Dreisatz für die meiste Software, die man irgendwo herkriegt, ist eigentlich ein Configure, Make und Make-Install. Das Configure ist in dem Fall, an die Stelle tritt hier das Qmake. Configure ist meistens ein JavaScript, was irgendwie versucht rauszukriegen, was es für ein System unter sich hat und nach was für Regeln gebaut werden muss. Und hier gibt es Qmake, was halt eine Einrichtung ist von den Qt-Bibliotheken oder um Qt-Software zu bauen. Genau, und Configure ist meistens auch das erste Skript, was man aufruft, die erste Stolperstelle, wo man dann meistens feststellt, da fehlt was auf dem System. Ah, unser erstes Make ist fertig. Und dann gehen wir mal in den RetroShare GUI-Ordner, Source-Ordner rein, wo sich dann wirklich unser Qt-Frontend von RetroShare befindet.
Und dort machen wir das mehr oder weniger das gleiche nochmal, wieder in QMake. Aha, was wieder recht fix geht, oder? Genau, das läuft gut durch. Dann machen wir Clean. Und dann kompilieren wir das Ganze wieder. Das dauert jetzt auch nochmal ein bisschen. Genau, also was bei dem Configure bzw. bei dem QMake hinten rausstürzt, ist in der Regel ein Makefile. Und das Makefile enthält dann Anweisungen mit Compiler-Aufrufen für alle möglichen Dateien, die in dem Quellcode-Baum existieren. Und in dem Moment, wo ich Make eingebe, fangen die an, ausgeführt zu werden. Also Make ist ein eigenes Skriptformat. Make.j2 heißt, dass er auch einige Dateien parallel bauen darf, in dem Fall, oder insoweit es die Abhängigkeiten zulassen. J2 heißt auf zwei Kernen und zwei Threads. Und das Make Clean ist ein bisschen eine Konvention. Wenn man schon mal einen Quellcode Directory hat und was gebaut hat, dann gibt es teilweise Zwischenergebnisse, die von irgendwelchen Compilern erzeugt werden, bevor Sachen gelinkt werden. Make Clean schmeißt die in der Regel weg. Ich nehme an, dass wir das hier vor dem Make nochmal ausführen, um irgendwelche Testdateien von QMake loszuwerden. Also eigentlich, das ist auch nur eine Konvention. Clean ist in der Regel eine Regel für das Make-Skript, die den Ordner aufräumt, in dem wir uns befinden. Weißt du, warum das überhaupt so ist, dass man zum Beispiel die Object-Dateien, diese .o-Dateien, die dort von dem Make-Clean weggeputzt wurden, warum man die überhaupt einzeln so hat? Wenn man zum Beispiel selber GCC einfach kompiliert, dann wird man diese Object-Dateien ja nie sehen. Man kriegt sofort eine gelinkte Binary. Man kann aber dem Compiler sagen, dass er so einen Zwischenschritt machen soll und ruft den Linker dann später manuell auf. Das ist notwendig, wenn man mit mehreren Threads kompilieren will. Ja, beschleunigt die Sache ein bisschen. Ja. Also das spart einem einfach, dass man Sachen zweimal übersetzt. Das Schöne bei Make ist, das hat so ein Abhängigkeitssystem. Also wenn man selbst Entwickler ist und an dem Quellcode arbeitet und einzelne Dateien hängen von anderen Dateien ab, dann trackt Make halt diese Abhängigkeiten und übersetzt immer nur den Teil neu, der sich tatsächlich verändert hat. Und das ist ganz praktisch, wenn einfach irgendwelche Compiler-Zwischenergebnisse auch mal liegen bleiben, dann müssen die nämlich nicht neu bearbeitet werden. Das läuft jetzt vor sich hin. Also eigentlich ist das der Klassiker. Natürlich, wenn wir Software selbst übersetzen, wird die häufig von Softwarebibliotheken abhängen, von denen wir erwarten, dass die schon in unserem System drin sind. Das ist das, was wir da oben gesehen haben, nicht? Wenn du nochmal hochscrollst. Häufig kann das ganz schön haarig werden. Wenn man Software selbst übersetzen möchte, dann bricht dieser Kompiliervorgang an irgendwelchen wenigen Stellen ab, weil plötzlich irgendeine Bibliothek nicht im System gefunden wurde, von denen der Entwickler einfach erwartet, dass man die installiert hat. Und das sind auch diese ganzen Dev-Bibliotheken, die man nicht braucht, bis man irgendwann mal selbst Software baut. Ja, durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel so ein Ubuntu-Derivat das nicht in der richtigen Version vorhanden hat und man es deswegen nicht installieren kann, nicht bauen kann. Zum Glück scheint sich RetroShare da ziemlich elegant zu verhalten. Also normalerweise ist das Kompilieren von Qt-Applikationen auf einem Debian, gerade was so ein paar Monate alt ist oder so, kann ganz schöner Horror werden. Aber hier, ich schätze mal, das läuft doch bestimmt noch, oder? Das läuft noch ein bisschen durch. Genau, noch ist uns nichts um die Ohren geflogen. Ja. Ich hoffe, das tut's auch nicht und ich hoffe, es wird bald fertig. Ah. Das ist ja aber. Ach, das ist ja nifty, dass du da eine Meldung kriegst. Ja, das ist jetzt so ein Elementary-Eigenheit, dass es dann halt auch für die Konsole Notifications gibt. So, wir sind durch. Er gibt da unten noch ein paar Warnings, dass der Programmierer unsichere Methoden verwendet. Das habe ich auch schon mal woanders gesehen. So, und da ist unser RetroShare, unser Binary, das können wir jetzt starten. Man übersetzt selten Software ohne Compiler-Warnung. Also fühlt euch aufgefordert, dafür dann im Quellcode ein bisschen rumzuhacken oder nervt den Entwickler besser nicht deswegen. Genau, ihr habt gesehen, es funktioniert und man könnte sich jetzt eine neue Identität erstellen. Und der fängt auch sofort damit an, nicht? Genau, ja, das macht der scheinbar automatisch. Das können wir euch aber jetzt nicht nochmal zeigen, weil das haben wir euch bereits in der Episode 5 gezeigt. Die können wir nochmal verweisen, nicht? Genau, auf die können wir nochmal verweisen. Die zeigen wir euch hier mal gleich.
Im Tor-Browser. Im Tor-Browser zeigen wir euch die... Jetzt habe ich was vergessen. Kleinen Moment, ich brauche noch die Adresse, die ich immer so schwer zu merken. Wir haben uns einen Tor-Hidden-Service aufgesetzt für GnuFunst. Wir hatten Tor schon ein paar Mal in der Sendung erwähnt, oder? Wir hatten das schon mal und ihr habt euch sicher gefragt, warum wir das selber nicht benutzen und jetzt machen. Nee, doch, eigentlich schon. Ja. Also eigentlich berühmt ist Tor ja als eine Möglichkeit, um irgendwie im Web zu surfen, um halt anonym zu bleiben. Die Idee ist, dass der ganze Online-Traffic durch mehrere Relays durchgeht und einem persönlich nicht mehr zuzuordnen ist. Das gibt's nicht nur als Browser, das gibt's auch, um Services anzubieten. Man kann also über Tor anonym Services anbieten. Das geht über diese Onion-Adressen, die halt nur innerhalb des Tor-Netzwerks und nur für den Tor-Browser sichtbar sind. Das ist ganz schön weht, was da im Onion-Space sonst abgeht. Und ja, wir dachten, wir reichern das mal wieder ein bisschen mit sinnvollem Content an. Genau. Und hier seht ihr auch unseren Test zu RetroShare in dieser Episode. Das ist die Episode 5 gewesen, nicht wahr? Genau, nochmal genau. Zum Nachsehen. Also GnuFunst hat auch eine Onion-Space-Adresse. Das ist GnuFor@32 34 UMQLEY. Die Onion-Adressen, natürlich sind die Services voll verschlüsselt, auch wenn da HTTP steht im Webbrowser. Das ist natürlich nur das, was der Tor-Proxy auf unserer Seite herausschmeißt. Und die diese komischen Adressen, die verifizieren gleich den Schlüssel, mit dem die Seite ausgeliefert wird. Deswegen sind die auch nicht frei wählbar. Und wir haben mal ein paar tausend Adressen gewürfelt, bis wir irgendwann was hatten, wo denn genug am Anfang stand. Man hätte noch weitergehen können, aber ihr wollt ja schließlich irgendwann mal eine Episode wiedersehen. Also guckt euch ruhig Tor nicht nur an zum Surfen, sondern guckt euch auch mal die Tor Hidden Services an. Ist ganz interessant. Was wir natürlich machen, ist nicht besonders anonym, weil ihr wisst ja, wer wir sind. Aber ja, anonym Service, anonym Dienste anbieten im Internet. Was außerdem praktisch ist, wenn man das zu Hause bei sich macht, spart man sich auch das ganze NAT-Traversal. Man muss an seinem Home-Router nichts freischalten. Man kann zum Beispiel auf einem Rechner, der irgendwo unter dem Bett steht, einen SSH-Service aufsetzen und den als Hidden Service exportieren. Dann kann ich von woanders über Tor auf meinen SSH-Port zugreifen, ohne mich ums Forwarding an irgendwelchen Routern kümmern zu müssen. Ist eventuell ein bisschen langsamer, als das direkt übers Internet zu machen. Ich bin nicht von den Tor-Exit-Nodes abhängig dabei. Der ganze Traffic bleibt ja im Tor-Netzwerk. Trotzdem versuchen die Tor-Entwickler da gerade noch ein bisschen was zu feilen. Ich glaube, da gab es auch einige Artikel, dass die Hidden Services relativ neu sind und im Moment relativ wenige Entwickler haben. Also das ist schon was, wo man auch nochmal beitragen kann. Wie war nochmal die Adresse von unserem Tor-Hidden Service? Die war GNU4ED3234UMQLEY.onion. Und das wird jetzt unsere neue Webseite natürlich. Wir werden das verlinken, weil man sich diese Adresse sowieso nicht merken kann, auf unserer ehemaligen Hauptseite. Genau. Ich wollte ja bis zur nächsten Episode auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in diesen Onion Space eintauchen. Da sagen wir vielleicht auch noch, wie wir an so eine tolle, leicht zu merkende Adresse kommen. Was sagen wir noch vielleicht? Und vielleicht gibt es etwas von mir über SysND und JournalD zu hören und den und seinen Gegnern. Da wolltest du ja in unserer lokalen Linux-User-Gruppe. Genau, da bin ich erfolgreich vielleicht gezwungen worden, da was zu SysND zu erklären. Möglicherweise wird es gar nicht so schlimm, vielleicht, also, aber doch. Auf jeden Fall kann man sagen, dass uns das Finden von Themen für die Sendung schon viel, viel leichter gefallen ist, jetzt wo wir die Kategorien so ein bisschen aufgelockert haben. Definitiv. Und worauf haben wir noch Bock nächste Sendung? Also ich glaube HTML5 oder so. Musst du mal so eine Buzzwörter benutzen? Das ist schon fies. Guck mal, das einzige HTML5-Feature, was wir uns auf unserer Webseite haben, ist doch das Videotag. Eigentlich schon. Eigentlich ist es doch das einzige HTML5-Feature, was überhaupt irgendjemand benutzt, oder? Ich weiß nicht. JavaScript. Es wird Leute bezeichnen JavaScript als HTML5. Ja. Eigentlich schon komisch, nicht? Ja. Also, wir möchten auf jeden Fall über das Videotag sprechen, weil seit wir eine Webseite haben, das ist
habe ich auch erst seit unserer dritten Episode so, ne? Genau. Hosten wir unsere Videos nämlich selber. Also ihr könnt die zwar auch auf YouTube sehen, aber auf unserer eigenen Seite liefern wir die auch selber aus und machen uns dann nicht von YouTube abhängig. Und das müsst ihr auch nicht. Und wir zeigen euch so ein bisschen, wie das in der Praxis eigentlich funktioniert. Und dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, einfach und Videos selber zu hosten. Genau, und das Schöne, nebenbei bemerkt, wenn seitdem unsere Seite auch im Tor-Netzwerk verfügbar ist, kann man noch nicht mal sehen oder wann ihr welche Episode geguckt habt. Ist doch, wir können immer noch sehen, stimmt, die normalen Zugriffe sehen, ja, wir wissen nur nicht von wem. Genau, wir wissen. Und ihr wisst nicht, wer wir sind. Oder doch? Ich bin Paul. Ich bin André. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und hoffe, es war wieder spannend. Und bis zum nächsten Mal, wenn was fertig geworden ist. Juhu!